Ah, wer bist du? Ich bin Fujiwara Toshiko und ich bin hier um... Schon gut, nachdem du mich gerettet hast, kann ich es dir auch sagen. Ich bin tatsächlich hier, um einen Schatz zu finden, den meine Vorfahren zurückgelassen haben. Schatz? Und du hast ihn gefunden? Haha, natürlich habe ich das. Ich bin einigen Spuren zu dem Ort des Schatzes gefolgt und habe herausgefunden, wie ich hier hinkomme. Aber genau als ich den Schalter aktiviert... Aber genau als ich den Schalter aktivieren und den Bereich mit dem Schatz betreten wollte, sind die Monster gekommen und haben mich angegriffen. Du hast mein Leben damit gerechnet, dass du diese Monster verjagt hast. Danke. Also könnte ich dich darum bitten, mich noch einmal ein bisschen länger zu beschützen? Ich muss diesen Schatz noch finden, aber ich glaube nicht, dass ich all diese Monster allein schaffen kann. Ich werde sogar etwas von dem Schatz mit euch teilen. Ist der wirklich ein Schatz? Ich bin mir sicher, vertrau mir einfach. Ich habe sogar den Schalter gefunden, der uns erlauben wird, den Ort zu betreten, an dem der Schatz versteckt ist. Er ist dort drüben. Die Vorrichtung scheint sich jedoch nicht direkt öffnen zu lassen. Sie benötigt irgendeine spezielle Methode zur Aktivierung. Ich habe eine Karte. Mir überlassen von meinen Vorfahren. Verstehe nicht. Dabei, und sie zeigt Hinweise, wie ich diese Vorrichtung verstehen könnte. Aber ich habe ihn noch immer nicht verstanden. Ja, warum schaust du ihn nicht selbst? Es kann ja gut sein, dass du etwas darauf findest. Oh, das ist so eine Schatzkarte. Aua! Alter! Mein Charakter wurde gerade in der Cutscene vom Blitz getroffen. Kann das mal aufhören? Warum werde ich immer... Boah, ich habe wortwörtlich heute vor ein paar Stunden ein Video hochgeladen, wie ich in der Cutscene gestorben bin. Dann passiert direkt sowas. Also ja, bekomme ich dann im Inventar rein. Boah, ey.